Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Fans der Sparkassenarena, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DKB-Handball-Bundesligaspiel zwischen dem THW Kiel und dem TuS N Lübbecke. Partie endete 28-26 für den THW Kiel. Zur Halbzeit stand es 13-12. Beste Torschützen waren heute Marco Wujin und Jens Bechtloff, je 7 Toren. Als Gesprächspartner begrüße ich von den Gästen Trainer Goran Perkovac und den Teammanager Slatko Feric und vom THW Kiel, wie gewohnt, Trainer Alfred Gislason und Geschäftsführer Thorsten Storm. Herzlich willkommen. Herr Perkovac, Ihr Statement zum Spiel, bitte. Guten Abend an alle. Glückwunsch an Albert und seine Mannschaft. Ich glaube, für alle Zuschauer, für uns auch, war das ein sehr interessantes, sehr spannendes Spiel. Ich habe das nicht so spannend erwartet, muss ganz ehrlich sagen. Aber beim Resultatsverlauf wäre es heute möglich, glaube ich, noch etwas Zählbares nach Hause zu nehmen. Weil wir waren überhaupt nicht schlechtere Mannschaft. Wir haben auch Chancen gehabt, vielleicht mal heute ein oder zwei Punkte aus Kiel nach Hause mitzunehmen. Die wären Gold wert für uns. Kiel ist aber so erfahren, dass sie jede unserer Fehler bestraft haben. Wir haben eine Phase gehabt in zweiter Halbzeit, wo wir da mit Spielern mehr zwei, drei blöde Fehler machen und das hat uns Genick gebrochen. Sonst in dieser Phase, wenn wir das etwas besser in den Griff gekriegt hätten, wäre das sicher eine ganz gute Ausgangslage für uns. Vielleicht hätten wir sogar wirklich Punkte geholt. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Die haben alles in Tate umgesetzt, was wir trainiert haben, was wir abgemacht haben. Die haben so gut gekämpft, dass ich jetzt sehr optimistisch nach Melsungen fahren und glaube auch, wenn sie so weiterspielen, dass wir auch auswärts gegen Top-Mannschaften Punkte holen können. Ich wünsche diese Mannschaft in der Liga zu bleiben, weil ich habe ja selber gesehen, die Mannschaft kämpft und spielt gute Handball. Und es wäre schade, wenn die Mannschaft absteigen würde. Ich würde alles Menschenmögliche daran tun, dass sie nicht absteigen. Vielen Dank, Herr Perkovac. Alfred, dein Statement bitte. Ja, guten Abend. Natürlich ist es kann man unsere Mannschaft schon verstehen, dass sie wie nach dem Barcelona-Spielen einen Hänger hat. Und das habe ich auch leider befürchtet. Einige waren schon angeschlagen, müde. Und ich habe natürlich, wir haben auch Video geguckt und gesehen, dass Lübbecke seit ein paar Monaten ständig besser und besser spielt. Richtig wie eine Mannschaft spielt haben wir alle gesagt, naja, wenn wir nicht aufpassen, kommt eine disziplinierte Mannschaft, die zusammenkämpft und ein riesen Zusammenhalt, was vielleicht nicht am Anfang der Saison der Fall war, ja, dann würden wir riesen Probleme bekommen. Das ist genau das eingetreten. Wir haben dann klassisch für so ein Spiel auch angefangen. Ich glaube, wir haben wir haben 10 Minuten gebraucht, um Tor zu machen. Wir haben darunter 2-7 Meter, 4-5 Mal freistehend am Torhüter und so weiter. Und so natürlich schenkt man einem Gegner Selbstvertrauen. Und danach haben die sehr gut gespielt. Und letztendlich mussten wir natürlich mit allem, was wir hatten, da durchziehen. Wir haben natürlich ohne einige spielen müssen, aber dafür kann man auch sagen, dass wir gerade so mit Ach und Krach die Punkte geholt haben und bis Ende leiden mussten. Was eigentlich, wie gesagt, erstens auf unsere Fehler zurückzuführen ist, aber vor allem nach einem sehr guten Spiel, denke ich, von Lübbecke. Also ich wünsche natürlich auch, dass sie die Klasse halten und ich denke auch, dass sie es können, wenn die so weitermachen. Und für uns hoffe ich, dass wir uns von diesen beiden Spielen, also Barcelona und heute, für das Wochenende erholen und etwas bessere Leistung bringen. Aber großartig überrascht hat es mich nicht. Vielen Dank, Alfred. Herr Feric, Ihre Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja gut, ich glaube, die beiden Trainer haben genug über das Spiel gesagt. Sicherlich ja, wir haben heute unbelastet ja nach Kiel gereist ja, und versucht, ja da in so eine tolle Halle, vor so eine tolle Publikum und vor allem ja Bezwinger und Champions League-Teilnehmer THW Kiel ja, versuchen zu ärgern, haben wir
mehr als das getan. Wir sind sehr froh, dass wir unser Selbstvertrauen vielleicht ein bisschen gestärkt haben. Und ja, für die kommenden Spiele, dass ich einfach glaube, zu holen, ja, dass noch selber was für uns noch rauskommen kann. Die THW kann man nur wünschen, aber THW ist immer da, wenn es sein muss. Und das wird wahrscheinlich auch in Köln sein. Viel Erfolg in Köln, ja. In den weiteren natürlich Verlauf hier an der Meisterschaft. Vielen Dank, Herr Fieritsch. Thorsten, dein Statement bitte. Ja, wichtig sind die beiden Punkte, denke ich. Das ist das, was zählbar für uns herausgekommen ist. Wir sind, glaube ich, jetzt Tabellenzweiter, bleiben obendran, haben uns weiterhin das Ziel innerhalb der deutschen Meisterschaft offen gelassen. Und das ist, glaube ich, das, was das Entscheidende ist heute Abend, dass wir den Spagat jetzt heute nicht so gut hingekriegt haben. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen nach der Schlacht, die wir da in Barcelona hinter uns gebracht haben. Da kann nicht immer alles gleich so klappen. Allerdings, dass man die ersten 10 Minuten gar kein Tor von uns sieht, ich glaube, das habe ich so noch nicht gesehen. Und wenn Nico im Tor hinten nicht so gut gestanden hätte in der Anfangsphase, hätten wir wahrscheinlich doch deutlicher zurückgelegen. Aber am Ende gab es 2 Punkte und das ist für uns das Zählbare und das Wichtigste an diesem Abend. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die Beteiligten? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir sehen uns bereits am Sonntag wieder zum ausverkauften Bundesliga-Heimspiel gegen die HSG Wetzlar. Anwurf ist um 15 Uhr. Unseren Gästen wünschen wir eine gute und sichere Heimfahrt und Ihnen allen einen schönen Feiertag. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank und tschüss.